Hallo und herzlich willkommen zurück bei Jump Force. Ich bin's, euer Kenai, und ich sehe ein bisschen anders aus, wa? Genau, ich habe mir ein Oberteil gekauft von Bleach, aus der Bleach-Serie. Und jetzt, hoppla, nicht Gegenstände sind für Müll. Fertigkeitsmodule. Wir haben Fertigkeitsmodule, die wir kaufen können. Und wir könnten unserem Charakter mal auch neue Fertigkeiten geben. Was ich eher geil fände, ist, wenn wir uns das holen. Physische Resistenz runter. Und jetzt noch kurz für die Fähigkeiten gucken. A Clover. Das ist halt ziemlich nice. Ich habe mir überlegt, etwas von Midoriya zu holen. Der Delaware Smash vielleicht. Zum Beispiel statt das Rasengan. Das Zieh ist geil. Das gefällt mir, weil es so ein bisschen hinterher geht. Ah, Kenshin ist halt immer schwer. Es sind noch Feuerelemente drin. Ah, das wäre zum Beispiel ganz Verstärkung, die eine. Warte mal. Ist das ganz. Nein, das ist das andere. Wo ist das? Da, Zorn. Oder? Nein, das. Was war das jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Die Verstärkung von Gon jedenfalls. Ja, das sind die Sachen von Ichigo. Das ist halt geil, wenn wir angegriffen werden, gibt es einen Counter, aber das muss man richtig einsetzen. Schwarzer Sarg ist ein näher Schaden, das ein Schadenfeld. Bald sind das Speer. Das ist halt auch geil. Das ist das von Rukia. Das Eis, das ist alles ziemlich nice. Bis auf den North Star haben wir noch fast nichts gesehen. Das verschwindet Rasengan finde ich persönlich ziemlich schwach. One Piece, da habe ich mir überlegt. Wo ist es? War es die Drachenklaue? Ja, war die Drachenklaue. Ob ich mir die holen soll. Oder halt was von Dragon Ball. Final Impact zum Beispiel. Wäre halt auch ganz nice. Alles von Trunks. Todesuntertasse, was ja eigentlich Krillins Special Move ist. Die finde ich eigentlich ziemlich nice halt. Gehirngranaten. Perfekte Attacke, das sind Cells. Ich glaube, ich hole mir noch die Todesuntertassen und rüste die aus. Die gehören in dem Spiel zu Freezer. Oh, hoppla. Wollte ich jetzt nicht. Und ich habe vergessen, den Timer zu starten, aber ich gehe davon aus, dass wir etwa schon so 3 Minuten drin sind. Plus, minus, das heißt, ich werde gucken, dass der Timer bei 15 Minuten dann wieder stehen bleibt. Fähigkeiten anpassen. Da, Rasengan, ganz ehrlich. Lieber nicht. Feuerkugel, Flammenfaust, Todesuntertassen. Hier habe ich halt noch gar nichts sonst. Die J-Fähigkeit, da habe ich noch eine zweite. Da habe ich noch eine zweite geholt. Bin ich jetzt dumm? Da könnte ich auch noch Sachen verteilen, wa?
Braucht 20 SP, braucht 10 SP. Das könnte ich eigentlich noch alles ein bisschen warten. Aber ich dachte, ich hatte noch was eingekauft. Naja, egal. Ist nicht so wild. Ich check jetzt noch kurz ab. Wir waren jetzt in Gamma. Und in Alpha. Jetzt gehe ich noch kurz nach Beta runter. Um zu gucken, ob dort noch ein Charakter steht. So etwas ähnliches wie halt Gong. Der dann was wissen möchte. Sieht nicht danach aus. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Schlüsselmissionen. J-Force Mission Yosuke. Furchtbar. Die ganze Stadt liegt in Ruinen. Wir haben Glück, dass unsere eigene Welt nicht so aussieht. Wir haben die Gefahr nur überwunden, weil wir Verbündete an unserer Seite hatten. Weil wir all diese Leute getroffen haben. Was seid ihr? Venoms. Kommt schon, wir beschützen diese Welt. Komme, was wolle. Das glaubst du doch selbst nicht, oder? Wer bist du? Du kämpfst nicht, um die Welt zu beschützen. Du kämpfst aus einem einzigen Grund, weil du es liebst. Na los, fessele deine wahren Gefühle, deine Kampfeslust. Du hältst jetzt im Mund. Mal gucken, wer das war. Wuppdiwupp. Eins auf den Kopf. Ich muss unbedingt die Blades ausprobieren. Erster Versuch ging schon mal ziemlich in die Hose mit dem. Okay. Und dann laufe ich noch mit Kamehameha rein. Das ist jetzt natürlich unglücklich. Ich sollte mich auf einstellen. Aha. Autsch. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Oi! Das kommt mir selten bekannt vor. Ah, das abgewehrt natürlich, weil ich einfach. Ich hab nicht aufgepasst und hab geklickt. Lass mich das abwehren. Nee, du kommst nicht mit dem Rasengan an. Ja, das war ein bisschen schlampig gespielt von mir. Muss ich zugeben. War nicht so toll. Ich habe sie gesehen. Deine wahre Natur.
ist eine perfekte Tötungsmaschine. Halt die Klappe! Sei endlich ruhig! Verdammt, ich schätze, er lügt nicht. Ich gebe zu, dass ich in einem Kampf gegen einen starken Gegner nicht abgeneigt bin. Ich liebe sowas. Das könnte den anderen genauso gehen. Wir sind ein Haufen, der es liebt zu kämpfen. Also ja, vielleicht kämpfen wir nicht nur, um andere zu beschützen. Ich hab keine Ahnung, Junge. Whatever floats your boat. Natürlich tun wir das. Danke, Kenai. Aber du musst mir etwas versprechen. Wenn ich irgendwann einmal nur für mich selbst kämpfe, musst du mich aufhalten, okay? Alles klar, Bruder. Ich hab dich. Nur die Weh. Na, Bruder, nur die Weh. Alles klar. Huch. Nicht so eilig, junge Dame. Keine Schlüsselmission, nur freie Mission. Dann gehen wir kurz mal Richtung Office Büro, wie auch immer der Junge heißt. Ah genau, check vielleicht. Nein. Eigentlich müsste ich jetzt was bei Freeze haben, oder? Ich? Okay. Da! Naruto? Ah, ich hab mir ja was. Okay. Ich begreif's nicht. Aber ist okay. Naja. Hat der was zu sagen? Dann gehen wir mal zu Naruto, weil das ist ja eigentlich unsere Ding, unsere. Unser Team, unser Main-Team. Hey Devin, what's up? Da ist auch nichts. Entschuldigung für das. Ja, Story-Modus durch oder was? Bahn steht dort in der Ecke. Ich denke nicht, dass wir mit dem noch mal machen können. Dann klappern wir mal kurz alles ab. Und falls nichts passiert, dann heißt es wohl mal freie Missionen machen. Ah. Du musst der neue Rekord. Ah, ich kann Goku-Stimme nicht. Ja, da! Bin Son Goku. Gut, dass du dabei bist. Ist mir eine Ehre. Ich kann das nicht, sorry, aber. Ist er wirklich so stark, Leid? Yes. Ich hab gehört, in der Welt, aus der du kommst, das ist ein unglaublicher Schatz. Alle Wünsche erfüllt. Oh, du meinst die Dragon Balls. Ah, die ist nass. Was? Du hast ihn. Ach, genau, mit Shenlong an den Wünsche erfüllt. Was sind diese Dragon Balls, ja? Kein blassen Schimmer. Zumindest alles wieder so werden zu lassen, wie es war, aber. Verstehe. Sie erscheint nicht auf dem Dragon Brother? Okay. Mehr oder weniger. Death Note zurückzukriegen. Liebe nach Macht. Das heißt, es ist eine Shenlong fragen, was. Was ist zumindest für euch viel. Sorry für den. Wir haben alles im Arsch. Müde. Oh.
Was hat er uns denn dahin gezaubert, hä? Was hat er wohl gemacht? Habe ich eine neue Schlüsselmission gekriegt? Ja, habe ich. Aufklärung Hongkong, Aufklärung San Francisco. Das klingt doch nicht schlecht eigentlich. Wir machen zum Abschluss jetzt noch eine Mission. Wir machen das da. Goku muss in unserem Team sein. Mindestens 60% noch. Nimm mich, Goku. Dann noch. Ich möchte so gerne Gohan haben. Was mal mit Trunks? Zwei Runden, mindestens 60 LP behalten. Wir hauen einfach voll drauf. Switchen dann wahrscheinlich irgendwann mal auf Goku oder Trunks. Und ja, wir gucken mal. Wir fighten einfach. Ich sitze momentan ziemlich gemütlich in meinem Stuhl, aber wenn ich online das spielen werde, dann wird das ein bisschen anders aussehen. Ja, okay, Goku ist schon mal schneller als wir. Zieht mir ja schon mal so viel Leben ab. Alles klar, das sind weniger als. What? Das im Erwachten-Modus. Aber in der ersten Runde schon mal nicht geschafft. Oh Lord. Die Meteor-Kombination. Ziel Nummer 1 nicht geschafft. Goku ist ziemlich nice. Ich habe ganz gar nicht gesehen, dass er auch Trunks dabei hat. Da war sein Wechsel war schlecht. Ich sehe ihn halt nicht. Nein! Das haut mich unter 60%. Wenigstens mit der Ult beenden.
Aber das war unter 60%. Ich gewinne zwar, aber die Mission sollte ich vermasselt haben. Habe ich trotzdem bestanden? Okay. Sogar mit A. Meinst du Kirillin? Kirillin. Naja, wir drehen uns um, wir schauen unser Publikum an. Damit würde ich wieder mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Subscribe, wenn ihr noch nicht subscribed habt. Lasst es in den Kommentaren wissen, wie es euch gefällt, was ihr gerne sehen würdet und was nicht. Oder nicht mehr. Ja, und dann würde ich sagen, aktiviert noch die Glocke, damit ihr jedes Mal mitbekommt, wann ich ein Video hochlade. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei einem Video auf meinem Kanal. Ich danke vielmals, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.